Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Subnautica. So, das ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Ich werde jetzt für die Woche wohl 3 Aufnahmen machen eben. Und ich hoffe, dass ich immer etwas schneller jetzt zur Rande komme, dass ich will zur Aurora. So, Punkt 1 ist, wir wollen uns einen Welder herstellen. Dafür brauche ich dieses Combustion oder Combustible. Und vielen Dank nochmal an die vielen Kommentare dazu. Das ist dieses Crashmehl von den Krebsen. Ich muss also Krebse finden. Ich bin hier eben schon mal durch die Gegend geschwommen und habe keinen gefunden. Deshalb möchte ich mir erstmal so ein Seaglide herstellen, dass ich wieder ein bisschen schneller bin. Und für diesen Seaglider, da habe ich mich mal eben ein bisschen vorbereitet, brauche ich eine Powercell und Copperwire. Ich glaube, Copperwire habe ich schon hergestellt. Powercell stelle ich jetzt mir erstmal her, da brauche ich ein bisschen Kupfer für und diese Acid Mushrooms, die man auch essen kann. Und das mache ich jetzt erstmal. Wo war das? Hier brauche ich 2 Batterien für. Ah, so hätte ich auch mit Shift gedrückt halten können. So. Dann haben wir 2 Batterien. Jetzt machen wir dann daraus eine Powercell. Ach, der brauche ich noch. Okay. Nee, da nicht, aber hier vielleicht. Auch nicht. Oh Mann. Ah, da habe ich ja mein Copperwire, ja. So, wie kriege ich das Zeug jetzt nochmal? Das war aus Quarz. Habe ich denn da noch? Ein Quarz. 2 Quarz. Wie viel brauche ich davon? Brauche ich 4 davon? Ja, mal gucken eben schnell. Nein, so nicht. So. Und jetzt kann ich aber hoffentlich die Powercell herstellen. Genau. Und jetzt geht hoffentlich auch der Tools. Nee, Equipment. Doch, Tools waren das. Nee, Equipment. Nee, Machines. Haha, Mann. Ein Sealight. So. Ich hoffe, der passt ins Inventar. Ja, ist jetzt auch gut voll. So, die esse ich jetzt erstmal. Nee, ich stelle mir noch eine Batterie her. Das ist gerade viel wichtiger. Trinken müsste ich gleich mal was. So, jetzt esse ich die restlichen. Aber die sind ja auch schnell eingesammelt. Ein bisschen was getrunken habe ich. Den Cookgaryfisch kann ich nochmal eben essen. Stasis-Reife-Fragment. Brauche ich gar nicht. Kann ich mir doch so schon herstellen, oder? So, und es kam noch, oh Moment, ich muss mal eben raustappen. Sekunde, das ist jetzt gerade wichtig. Abonnententipps, Subnautica. So, Moment. Und bin sofort wieder da. So, ich habe mir doch Abonnententipps notiert. The End 21 hat mir einen guten Tipp gegeben. Der ist eigentlich überfällig. Ich habe hier Platzprobleme, wie ihr seht. Und er sagte, sag mal, geh doch einfach raus. Und ist eigentlich egal, wo wir das hier machen. Machen wir es mal hier. Und stell dir doch mit dem Bilder einen Korridor her. Oh, ich wollte gerade sagen, stürz mir jetzt nicht ab, du. Das muss nicht sein. Stell dir mit dem Bilder einen Korridor her. Dann baue ich da noch eine Hedge drauf. Hedge. Nein, ich brauche Glas dafür. Ah, das ist sowas Blödes. Ich komme da jetzt ja nicht rein. Okay. So, und dann bauen wir uns da drin einen Locker. Für den Locker brauche ich nämlich nur... Was kriege ich? Ich kann es mir nicht merken. Nein. Ah, oh, Quarz brauche ich dafür. Okay. So, und mit Quarz soll das Problem sein, Quarz soll nicht nachwachsen momentan. Hatte man mir auch geschrieben, dass mit Quarz das Problem ist, dass es nicht nachwachsen soll. Also nicht respawnen soll. Und es ist natürlich dann blöd. Jetzt
uns mal gucken, wo wir hier Quarz finden. Eigentlich ja in diesem Gebiet. Eigentlich findet sich Quarz am besten nachts. Was haben wir? Da waren wir da auch schon dreimal drauf auf dem Ding hier, ne? Seamoth, frag mal. Ich kann ja eine Seamoth herstellen. Irgendwo. Ich suche ja sowieso noch Krebse. Ich will mir einen Welder herstellen. Den brauche ich sowieso. Wobei auch schon. Weg hier. Wobei auch schon der Hinweis kam, meine kaputte Seemotte werde ich wohl nicht reparieren können. Weil wenn die einmal auf Null ist, dann war es das mit der Seamoth. Die kann man dann wohl nicht mehr schweißen. Das finde ich persönlich ein bisschen doof. Aber gut, wenn das so ist, dann... ja gehofft. Crash Meal. Und nochmal Quarz. Und jetzt aber schnell raus hier. So. Wie viel... ist jetzt auch voll, ne? Crash Meal. Ach nee, ich hatte doch schon Crash Meal. Habe ich doch auch in einer... Habe ich, glaube ich, auch sogar in einer Kiste. Nun gut, also ich werde das trotzdem versuchen, ob ich die Seamoth nicht doch schweißen kann. Ich glaube es nicht, aber ich brauche so oder so einen Welder. Entweder für die Veltilos oder für die Seamoth 2, die wir dann umgehend bauen werden. Ich hatte ja auch noch 2 Quarz. Resources Glass. So, machen wir das erstmal fertig. Metall müsste ich noch genug haben. Dann schnell runter zu unserer... Wollen wir die mal zu Ende bauen eben? Endlich. So, rein damit. Und jetzt machen wir mit dem Bilder machen wir einen Locker. So, und es ist ja nun eine deutlich bessere Idee. Dann stellen wir da... Kann man die nicht eleganter positionieren hier? Echt nicht? Ernsthaft? Das geht jetzt nicht? Oh, Mensch. Das ist ja Platzverschwendung. Ihr wollt mich veralbern. Da brauche ich auch Glas für. Das kann doch nicht angehen. Okay. Hätten Sie sich mal lieber vorher informiert, junger Mann. Tja, vielleicht hätte ihr jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt. Ist mir jetzt egal. Ich habe aber noch 2 Quarz. Und dann gehe ich halt einfach mal auf nächtliche Quarzsuche. Ja, junger Mann. Sie brauchen mal 3 Quarz. Was sagen Sie nun? Ha? Nein, es ist keine New Creature discovered. Erzähl nichts hier. So. Ich glaube, hier ist auch jetzt Essig mit Quarz, ne? Da war auch keins mehr drin, ne? Nee. Ach, ich hab's doch schwer im Leben, oder? Gut. Tools, Welder. Den machen wir uns erstmal. Okay, weg damit. Gut, dann... gucken wir uns das mit dem Locker gleich an. Vielleicht, ich suche jetzt erstmal die Seamoth aus. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin ja Quarz. Halte ich jetzt gerade für das Effizienteste. Könnte ja sein, dass wir ein bisschen Quarz auf dem Weg finden. Übersehe ich jetzt wahrscheinlich. Sonst suche ich nachts welches. Ja, es erschließt sich jetzt so nicht unbedingt immer auf den ersten Blick, wo hier welches ist. Da unten ist auch welches. Das nehmen wir doch gleich mit. Und hier ist noch eins. Und nach Salz müsste ich auch nochmal ausschauen. Da ist ja Salz. So, übrigens soll es eventuell
Sie arbeiten ja an einem weiteren Update. Ach, die sehen mal die Lichter hier oben drauf. Sie arbeiten an einem weiteren Update und es könnte sein, dass das schon am 14. kommt. Also jetzt diese Woche. Sieht nicht gut aus. Maya hat ja gesagt, das geht nicht. Die kann ich wegschmeißen. Tja. Ich nehme die Power Cell mal mit. Kann ich die nicht mitnehmen? Nee. Echt nicht? Och, das ist sehr doof. Man kann die austauschen. Muss ich da auch mitnehmen können, oder? Vielleicht mit einem E abbauen? Nee. Fisch. Oh, Fisch. Hör auf damit. Jo, okay, das ist doof. Hm, gut, dann brauche ich auch ein neues hinauf. Die baue ich mir aber auch später. Ich möchte jetzt versuchen, mit dem Glider und der... Ach so. Mit der Ventilus rüberzufahren, wollte ich gerade sagen. Ja, liebe Kinder, die fehlt mir auch. So ein Scheiß. Hm. Ich habe ja keine mehr. Also man soll mit der... Es ist keine gute Idee, mit der Seamoth rüberzufahren zu Aurora. Ist keine gute Idee. Haben wir ja auch gesehen. Haben wir jetzt auch mehrere geschrieben. Kannst du nicht bringen. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken. Endlich Platz. So. Da kann ich das ganze Titan reinschmeißen. Und die Titan-Ingots und... Das Quaschmehl kann ich reinschmeißen. Das packe ich. Ja, okay. Gut. Der Fisch ist ja geil. So. Jetzt, ja, jetzt muss man gucken, was ich machen. Ich sacke das erstmal ein hier. Und dann muss ich... Ich muss sehen, was, wo ich jetzt abbleibe. So, zu dem Update, was da kommen soll. Ich habe da so schöne Sachen gesehen, wie verschiedene Messer, die es geben soll. Es gibt da... Ich habe da so eine Fireblade gesehen. Oder nee, eine Lavablade. Oder also irgendeine Klinge, die wohl... heiß ist. Ich denke mir mal, dass man die dann aus Lavagestein oder so sich schmieden kann. Verschiedene Arten von Schwimmflossen finde ich auch ganz geil. Und auch größere Tanks, Lufttanks. Das ist, klingt gut. So, was brauchen wir für die Weltlos? Vehicles. Für die Cyclops. Plast Steel Ingot. Ah ja, Enamel Glass. Gut, das kriegen wir hin. Plast Steel Ingot. Drei Titan, eine Power Cell, Glass Copper Ore. Gut. Sieht so aus, als müsste ich jetzt doch noch mal eine Weile farmen. Oh, es wird Nacht. Das heißt, es ist für mich jetzt definitiv die Zeit, nach Quarz zu suchen. Wenn ich mal gucken. Titan kann ich mitwerfen, da brauche ich nichts. Und ich werde auch, wie gesagt, jetzt gleich nach dieser Aufnahme mal sehr viel noch alleine farmen. Weil ich möchte jetzt nicht so viele reine Farmenfolgen einlegen, bevor ich eigentlich das die Attraktion dieses Updates mal versuchen kann zu zeigen. Aber es ist hier immer noch ein Survival-Spiel und ähm,
das ist dann unter Umständen, darf es dann auch gerne mal etwas schwerer sein. Und das ist es ja gerade auch. Ne? Das, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, heißt es so schön. Und ja, momentan kann ich mir auch gar nicht so viel wünschen. Außer, dass ich Spaß dran habe, das hab ich, und dass ihr Spaß dran habt. Was sind das für Geräusche gewesen? Das gehört. Das war so eine Art Singsang. Klang ganz interessant. Den nehme ich mir hier mal mit, sicherheitshalber. So. Okay, also Quarz finden wir hier zum Glück noch. Das ist auch ganz gut. Sonst, aber wenn das hier alles nicht wiederkommt, dann, wie gesagt, man hatte mir das in den Kommentaren geschrieben. Quarz kommt nicht zurück. Und das ist natürlich schwierig. Was ist das denn? Das war gar nichts. Das war nur so optisch. Das sind so Delfin-Geräusche. Ach, das kommt von den, das sind keine neuen Geräusche. Ach, hier sind wir. Okay. So, man hatte mir auch geschrieben, wo es Salz geben soll. Da will ich dann mal gucken, ob ich da irgendwie bald hinfinde. Da, wo es auch diese flachen Fische gibt, die unheimlich viel Nahrung bringen. Jo, Salz sucht sich jetzt hier etwas schwieriger. Sprach's und fand Salz im Dunkeln, das ist auch gut. Und wir sind jetzt... Oh, die hat mich aber auch verjagt jetzt, die Dame. Die sind so teilnahmslos, wirken die gerade. Warum bist du denn so teilnahmslos? Mach doch mal mit. Oh. Das ist aber unschön. Ich wollte mich jetzt... 10 seconds of oxygen remaining. Okay, da will man nur mal eben einen schönen Screenshot machen und erstickt hier fast. So, nehmen wir den. Gut, okay, und wieder. Ich habe gar nicht richtig durchgeatmet. So, pass auf, dann will ich mal wieder zurück. Und ja, ich verspreche euch jetzt hier, ich werde jetzt erstmal irgendwie, weiß nicht, Tag und eine Nacht oder irgendwie. Also halt irgendwie eine ganze Weile mal so farmen und craften. Weil ich will jetzt nicht die drei Folgen, die nächsten drei Folgen sammeln, bis ich meine Seamoth wieder habe. Also mindestens die Seamoth. Und durch die Welt hier los müssen wir halt irgendwie dann vielleicht gemeinsam durch. Das bleibt dann irgendwie nicht aus. Was brauche ich denn dafür? Glas brauche ich nicht, Plastilingots und Quatsch, ich brauche, was habe ich denn dafür gebraucht? Ich habe schon wieder vergessen gerade. Ich habe auch ein Gedächtnis, wie ein Sieb, ne? Magnesium lit, Enamel, yes, Enamel, okay. Na gut, das brauchen wir, das heben wir uns für später auf. Was kriegen wir hin? Sag mal, mit meinem Kopf kannst du doch auch Nudeln abgießen, oder? So löchrig ist das Hirn. Das kann doch nicht angehen. Das ist ja unglaublich. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, kletter da schon rauf. Ich will jetzt nachgucken, was ich eben vergessen habe. Vehicle, Seamoth, Power Cell, Glass, Copper Ore. Ach so, nö. Okay, Power Cell, Glass, Copper Ore. Das kriegen wir doch noch hin. Das kriegen wir doch sogar noch in dieser Folge hier hin. Aber dann werde ich trotzdem noch mal weiter farmen. Dass wir dann das brauchten wir zwei, ne? Meine ich. Das Power Cell kriegen wir auch noch hin. Irgendwie kriege ich noch eine Power Cell hin. Copper Ore, okay, so gut. Für eine Batterie brauche ich die Acids. Copper Ore habe ich. Okay, dann holen wir uns hier drei Mushrooms. Da
Und dann habe ich wenigstens meine Seamoth wieder. Pause. Und da brauche ich jetzt aber eine... Ja. Na, das übliche Spielchen. Gut, dass ich jetzt genug Quarz habe. Haben wir hier eine Power Cell? Und ein bisschen Titan brauche ich noch. Ah gut, ich habe da noch eine Batterie. So, das packe ich da mal zurück hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe irgendwas vergessen. Ich weiß gerade wieder nicht, was ich vergessen habe. Irgendwas fehlt mir noch. Warum mache ich mir eigentlich keinen Zettel? Und warum ist das Ding da so weit weg? Irgendwas ist abgetrieben. Wahrscheinlich bei der Explosion oder so. Dass das hier abgetrieben ist ein bisschen. Climb. Irgendwas habe ich wieder vergessen. Nö, habe ich nicht. Her damit. Nein, nicht da hinten hinsetzen. Ah, da ist da bestimmt Strahlung. Na gut, ich habe ja den Anzug schon. Okay, so. Eine neue Seemotte für mich. Endlich. Seamoth is back. Schönes Gruppenfoto mit Dame. Danke. So. Und diesmal passe ich besser drauf auf. So, jetzt kann es auch endlich mal vernünftig weitergehen. Okay. So, wie gesagt, ich werde dann hier mal ein bisschen craften, dass ich schon mal die notwendigsten Materialien zusammen habe für die Veltilos. Vielleicht nicht alles, aber ein bisschen wenigstens. Und dann machen wir uns mit der Veltilos zusammen auf die Reise zur Aurora. So wäre jetzt meine Idee. Ich will mal eben ganz kurz gucken, was dieses Plastil... Es wackelt, ne? Plaststil Ingot. Lithium brauche ich dafür. Ich brauche 5 Plaststil Ingots. Das heißt, ich brauche 5 Titan Ingots. Okay, das ist ja meine Aufgabe. Gut, dass ich so viel Titan habe, aber das wird noch nicht reichen. Okay, das kriege ich hin. Hallo? Auf was? Das fand ich jetzt eben schwierig. So, okay, da bereite ich schon mal alles vor. Lithium werden wir uns aber zusammen besorgen. Ja, ich glaube, ich weiß ungefähr, wo es das gibt. Müsste da, glaube ich, in diesem roten Gebiet sein. Da soll es auch sehr viel Salz geben. Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Da gehen wir auf alle Fälle hin und dann wird hier auch alles gut. So, also ich gucke wahrscheinlich vorher schon mal nach, ob es das da wirklich gibt. Damit ich dann nicht mit euch hinfahre und dann feststelle, das gibt's da gar nicht. Das wäre natürlich irgendwie blöd. Also das möchte ich nicht. So, okay, dann würde ich sagen, bis in 2 Tagen. Ja, genau, in 2 Tagen. Okay, tschüss.